Daniel Koch, 29 Jahre, Redakteur bei meinTischTennis.de, Bezirksklassespieler vom TV Arnoldsweiler, QTTR-Wert von 1500, Kreisranglistensieger Schüler A von 2003. Spezialschlag, Rückhand aus der Hüfte. Tritt an gegen Hartmut Freund, 50 Jahre, bester Tischtennisspieler mit schwerer geistiger Behinderung, Bronzemedaillengewinner bei den INAS Europaspielen 2018. Sechsfacher Medaillengewinner bei ITTF-Paraturnieren. Fünffacher deutscher Meister der Wettkampfklasse 11. QTTR-Wert von 1454. Bei Zero vs. Hero spielt Amateur Daniel gegen unterschiedlichste Heroes aus der Tischtennisszene. Vom Herren-Nationalspieler bis zum Rollstuhlprofi. Die Vorgaben an die Favoriten lautet, kein Mitleid zu zeigen und voll durchzuziehen. Gespielt werden drei Sätze, das heißt, dass ein Spiel auch 2:1 enden kann. Dem Gewinner winkt keine Medaille, aber Ruhm und Ehre. Daniel, von Hartmut haben wir erfahren, er weiß während dem Spiel nicht, wie es steht. Denkst du, es könnte auch für andere Spieler interessant sein, während dem Spiel gar nicht so an den Spielstand zu denken? Ja, ich glaube, das könnte für einige Spieler ein Vorteil sein, da schließe ich mich jetzt gar nicht aus. Man macht sich, glaube ich, grundsätzlich zu viele Gedanken, wie es steht und ändert dann seine Taktik, spielt dann, wenn man vielleicht führt, zu defensiv oder ja, wenn nichts mehr geht, dann vielleicht legt man nochmal alles rein. Also das kann, denke ich, durchaus ein Vorteil sein sogar. Wie ist es denn in deinem Fall? Ja, ich tendiere dazu eben, wenn ich hochführe, ein bisschen runterzuschalten im Gang. Und das ist eigentlich schlecht. Man sollte das ganze Spiel, ja, sein Spiel durchspielen, seine Taktik durchspielen. Bei Tom Schmidberger war es das letzte Mal ein bisschen so, dass ich im letzten Satz ja, einfach zu wenig gemacht habe dann, und dann es dann nochmal knapp wurde. Hartmut, meine erste Frage wäre, wie bist du denn zum Tischtennis gekommen? Wann hast du angefangen? Also ich habe angefangen vor 2, 3 Wochen habe ich angefangen mit Tischtennis spielen im Hobbyraum. Da hat mein Onkel Lorenz, der hat so Tischtennisplatte gehabt und dann habe ich immer Tischtennis gespielt. Mhm. Und dann hat man der Verein immer gewechselt, weil im Ellertal nicht so gut war, und dann bin ich zum TDC gegangen, weil im TDC besseres Training war. Mhm. Und was macht dir am meisten Spaß am Tischtennis? Am Tischtennis macht mir beides Spaß, wenn so Bälle im Spiel sind und wenn man jubeln kann. Und weiter.
Daniel, das Spiel war jetzt 3-0 für den Hartmut. Wie hat es sich angefühlt während des Matches? Ja, erstmal bin ich sehr unzufrieden, war heute so ein bisschen von der Rolle, aber großes Kompliment an Hartmut, der es echt gut gemacht hat. Ich hatte es ein bisschen befürchtet, dass es in die Richtung laufen könnte, weil das Spielsystem von Hartmut oder dieses Block-konternahe Tischspiel, also dieses tischnahe Blockspiel mir eben nicht so liegt, ja, habe ich eben gedacht, dass es schwer werden könnte. Dass es jetzt dann 0-3 ausgeht, hatte ich nicht gehofft. Aber ja, Hartmut hat das super gemacht. Ich war von der Rolle ab, viele Bälle auch nicht getroffen, die ich vielleicht in Matches davor getroffen habe. Dementsprechend verdient verloren am Ende. Kannst du dir erklären, warum es zu diesen vielen Fehlern kam? Ja, ich war tatsächlich relativ nervös. Nervöser sogar als gegen ja, manchen Profi. Ich weiß nicht, ob das dann damit zusammenhängt, dass man vielleicht nicht mehr so ganz in der Außenseiterrolle ist und vielleicht auch ein bisschen was zu verlieren hat, aber ja, ich war einfach nicht locker im Spiel, zu viele Fehler gemacht, aber wie gesagt, Hartmut hat es auch gut gemacht, hat auch wieder gut geblockt, was da dann zurückkam, das habe ich dann einfach nicht mehr auf den Tisch bekommen, muss man ganz einfach sagen und ja, Hartmut sehr gut gespielt. Hartmut, hat dir das Spiel auch Spaß gemacht gegen Daniel? Ja, das Spiel hat mir gegen den Daniel auch Spaß gemacht, weil mir das Spiel gegen Daniel auch Spaß gemacht hat. Und du hast jetzt gewonnen. Freust du dich über deinen Sieg? Ich freue mich über meinen Sieg, weil ich mich freue tue über meinen Sieg. Mein Sieg freue mich auch. Weil ich freue mich über meinen Sieg, weil ich mich freue über meinen Sieg. Perfekt. Vielen Dank euch beiden für den Spaß. Danke gleichfalls.